Mein Name ist Ben Marx. Ich bin der Dekan. Und was das ist, da können Sie sich mal mit auseinandersetzen, wenn Sie dann irgendwie an der Hochschule sind. Ich möchte Ihnen ein bisschen die Studiengänge unserer Fakultät näher bringen. Wir haben hier den Bachelor of Science in Digital Business, ein ganz neuer Studiengang, fängt in Kürze an. Digital Business, hier geht es darum, digitale Inhalte in, ja, letztendlich im Kontext der technischen Betriebswirtschaftslehre gezielt anzuwenden. Also das Digitale ist natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil auch unseres, nicht nur des gesellschaftlichen, sondern auch des geschäftlichen Lebens, des betrieblichen Lebens. Und hier geht es eigentlich darum, ganz gezielt eben auch mit Daten umzugehen, aus Daten Nutzen zu ziehen, auf Daten betriebliche Managemententscheidungen zu treffen. Das greift Hand in Hand mit dem nächsten Studiengang Digital Engineering, ist allerdings eher auf einer höheren Ebene im Sinne von auf einer höheren Abstraktionsebene, vielleicht etwas weiter weg von dort, wo die ursprüngliche Quelle dieser Daten ist, eher auf der Ebene, wo wir diese Daten verdichten, auswerten, so dass wir nachher auf dieser Basis eben auch Entscheidungen treffen können. Das nächste Stichwort, also dieser Studiengang, der läuft am Campus Flandernstraße, oben auf dem Berg in Esslingen. Und der Digital Engineering, der ist wiederum ein Bachelor of Engineering. Er hat einen etwas stärkeren Technikfokus jetzt auch und der läuft in Göppingen. Und da ist eigentlich die Gesamtrichtung ist relativ ähnlich. Es geht auch hier darum, dass wir uns mit den Daten auseinandersetzen, mit der Digitalisierung in den Betrieben, in der Industrie. Allerdings, wenn man so sagt, also da wir haben ganz unten irgendwo die Hardware und ganz oben irgendwo den Anwender, so sortiert man das in der Informationstechnik meistens ein, dann ist der etwas weiter unten oder deutlich weiter unten. Wir arbeiten hier in dem Bereich, wo diese Daten überhaupt erst entstehen. Also bei den Sensoren, bei den Rechnern, die diese Daten dann erstmal in relativ roher Form gewinnen und dann auch aufarbeiten und dann im Prinzip eine gute Ergänzung bilden zu dem, was dann nachher im Digital Business damit gemacht wird. Auch ein Studiengang, der jetzt neu aufgebaut wird, im nächsten Jahr erstmalig startet, mit sehr engagierten Kollegen. Das kann ich für die gesamte Breite der Fakultät sagen. Aber hier kann ich vielleicht extra noch mal eine Lanze brechen. Digital Business, Digital Engineering, die sind auch gemeinsam entwickelt worden von zwei Kollegen, die sich da wirklich ganz besonders toll engagieren. Und wir sind dabei, wirklich auch mit nicht unerheblichen Mitteln auch neue, zum Beispiel neue Labore auch aufzubauen, um diesen Studiengang dann auch zu unterstützen. Und ich würde mich freuen, wenn wir Sie bald bei uns begrüßen könnten. Tschüss!